das Thema Strafzinsen ist gerade in aller Munde, wenn man in die Finanzwelt reinschaut. Bei welcher Bank werdet ihr zukünftig keine Strafzinsen zahlen? Bei dieser hier. Und warum? Das erklären wir euch jetzt. Strafzinsen oder auch Negativzinsen bezeichnen eine Gebühr im Prinzip, so müsst ihr euch das vorstellen, die man dafür bezahlt, dass man sein Geld irgendwo auf einer Bank sicher deponiert. Viele große Konzerne, Unternehmen, reiche, vermögende Leute, aber auch Kreditinstitute sind eben aktuell wegen dieser anstehenden Strafzinsen auf der Suche nach einer Möglichkeit, das Geld, das Kapital irgendwo sicher zu hinterlegen, sicher zu deponieren. Was gibt es Sichereres als eine ehemalige Bank, in der wir uns hier gerade befinden? Ich denke nichts. Also wenn ihr in der glücklichen Situation seid, eure Millionen oder eure Milliarden irgendwo sicher deponieren zu wollen, dann gibt es bei uns im Verkauf exklusiv diese ehemalige Landeszentralbank in Wittlich für einen einstelligen Millionenbetrag, für einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag sogar, könnt ihr die käuflich erwerben. Und das hier wäre jetzt zum Beispiel einer der Tresorräume, wo ihr euer Geld dann sicher hinterlegen könnt. Und wir von der Firma Marvin Jeske Immobilien wollen natürlich mit gutem Beispiel vorangehen. Deswegen haben wir die ersten 100 Euro heute Morgen schon dabei. Die bleiben im Tresor.